Ja, HNF aktuell, das ist die Vortragsreihe, in der heute dieser Bitcoin-Blockchain-Vortrag stattfindet. Wir suchen uns ja immer aktuelle Themen aus und ja, wie man sieht, interessiert das die Leute, wie man hier irgendwie sein Sparbuch füllen kann mit Bitcoins, die man umtauscht in Euros oder keine Ahnung. Also ein interessantes Thema, nicht nur, also bei uns geht es ja nicht um Geldanlagetipps, sondern uns geht es um die Technologie und Bitcoin ist ja nur eine Anwendung für eine Technologie und dahinter steckt eigentlich Blockchain, das ist für uns eben wesentlich interessanter eigentlich, aber man kennt eigentlich durch die Medien, durch die Presse vor allen Dingen eben Bitcoin als die Anwendung oder die bekannteste Anwendung der Blockchain. Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man eine innovative Technologie präsentieren kann und die Leute können damit schon was anfangen, weil sie eben die Anwendung auch schon kennen. Aber hinter Blockchain steht noch viel, viel mehr und da sind wir ganz froh, dass Professor Urbach uns dazu heute einiges noch erzählen wird. Er hat ein bisschen ein Heimspiel, der Warsteiner. Ja. Er hat nämlich in Paderborn Wirtschaftsinformatik studiert und bis 2004. Ja. Ist jetzt Professor für Wirtschaftsinformatik und strategisches IT-Management an der Uni Bayreuth. Nach seinem Diplom hier in Paderborn hat er bis 2006 bei Accenture, dem Unternehmensberatung, gearbeitet und danach wechselte er an die EBS Business School, wo er promoviert und habilitiert wurde. Von 2010 bis 2013 war er dort Forschungsdirektor und in dieser Zeit auch gleichzeitig tätig als Berater bei Horvath & Partners. Er ist neben seiner Tätigkeit in Bayreuth auch noch stellvertretender Leiter einer Projektgruppe im Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik. Ja, dann ist jetzt Herr Urbach dran. 50, 60 Minuten etwa wird sein Vortrag dauern und danach haben Sie dann immer noch die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Ja, vielen Dank und dann wünschen wir uns einen interessanten Abend. Ja, vielen Dank, Herr Schulte, für die sehr freundliche Begrüßung. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie auch recht herzlich zu diesem Vortrag begrüßen. Ich freue mich heute wirklich sehr, hier sein zu dürfen, ja, vor allem vor so einem riesigen Publikum. Das war für mich jetzt ehrlicherweise nicht zu erwarten, als Herr Schulte und ich vor knapp einer Stunde hier reingegangen sind in den Raum, der war leer und da dachte ich, naja, vielleicht ein bisschen großdimensioniert. Natürlich super, dass das Thema für so viele interessant ist und Herr Schulte hat es ja auch gerade schon angesprochen. Ich war selber auch mal Paderborner, zumindest mal für eine gewisse Zeit und deswegen freut es mich natürlich sehr, dann auch wieder in die alte Heimat zurückkehren zu dürfen und dann eben vor so einem großen Publikum sprechen zu dürfen. Der Titel des Vortrags, Bitcoin und Blockchain, Hype mit Perspektive, ich glaube relativ selbsterklärend, trotzdem noch mal ganz kurz, was sind die Ziele des Vortrags. Ich möchte Ihnen gerne heute ein bisschen das Thema Bitcoin und Blockchain näher bringen. Ja, ich möchte es erklären, sodass Sie am Ende vielleicht hoffentlich das Gefühl haben, ja, ich habe das gut verstanden. Ich möchte Ihnen auch ein bisschen näher bringen, warum Unternehmen das Thema so spannend finden und was gerade auch in einem Unternehmenskontext gerade mit der Blockchain-Technologie passiert. Und ich würde Ihnen auch gerne so ein bisschen eine Einschätzung dagegen mitgeben, wo wir gerade denn von der Entwicklung oder in der Entwicklung von Bitcoin und vor allem der Blockchain-Technologie gerade stehen. Dann wurde ich ja noch gebeten, das Ganze für die interessierte Öffentlichkeit darzustellen, nicht für ein Fachpublikum und das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen unterhaltsam zu gestalten. Schauen wir mal, wie gut mir das gleich gelingen wird. Zum Einstieg würde ich gerne ein bisschen was von Ihnen wissen und mich würde interessieren, vielleicht per Handzeichen, wer von Ihnen schon Bitcoin und auch Blockchain meint, ganz gut verstanden zu haben. Ach, vielleicht, weiß gar nicht, 5% des Publikums. Wer von Ihnen besitzt denn Bitcoin oder hat mal Bitcoins besessen? Ja, es sind doch überraschend viele. Wer von Ihnen hat denn schon mal selbst Bitcoin geschürft, also am Mining teilgenommen? Das sind ja überraschend viele Nerds im Publikum hier, ja, wunderbar. Aber die Minderheit. Sehr gut. Ja, mit Bitcoin möchte ich auch direkt einsteigen. Bitcoin, ja, ich glaube,
Mittlerweile weiß es wahrscheinlich jeder, es ist irgendwie eine digitale Währung. Ja, die digitale Währung kann ich auf Marktplätzen handeln. Ja, ich kann Euros gegen Bitcoins umtauschen oder vielleicht auch in andere Kryptowährungen und zurück. Und ja, hier sehen Sie den Bitcoin-Chart der letzten Woche, also die Preisentwicklung. Und das war ja, glaube ich, auch in der Presse sozusagen gut zu verfolgen, dass der Bitcoin-Kurs massiv explodiert ist in den letzten Monaten. Ja, also ich habe selber beobachtet, dass ich habe auch mal so ersten Bitcoins gekauft, so vor 2,5 Jahren. Da war der Kurs relativ lange immer so konstant bei 500 Euro. Und ich hätte es mal gesagt, Anfang des letzten Jahres, Anfang 2017, ist der Kurs dann doch dramatisch explodiert. Ja, und die Leute fanden es auch immer interessanter, haben es dann auch gemerkt, naja, da haben wir Zuwächse, teilweise 5-10% am Tag. Da kann man offensichtlich sehr schnell reich werden. Und es sind halt immer mehr reingegangen, ja, und haben Bitcoins gekauft. Da hat die sogenannte Fear of Missing Out, also die Angst sozusagen nicht dabei zu sein, eine große Rolle gespielt. Das Ganze hatte dann so den Höhepunkt Ende des letzten Jahres, November, Dezember, wo dann der Kurs, ich glaube, zu Spitzenzeiten bei fast 17.000 Euro lag. Ja? Und anschließend ging es dann entsprechend auch leider wieder runter und der Kurs pendelt jetzt so bei etwa zwischen 5.000 und 6.000 Euro, jetzt schon eine längere Zeit. Ja? Also viele Leute sind dann sehr spät eingestiegen, die sind jetzt natürlich so ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt irgendwie gerade nicht reich geworden sind. Auch da hilft immer so ein bisschen die alte Faustregel, ja, bei Investments, spätestens dann, wenn die eigene Mutter einfragt, ja, was das denn mit diesen Bitcoins auf sich hat und ob man da vielleicht mal was kaufen sollte, ist immer ein guter Zeitpunkt, alles, was man hat, zu verkaufen, ja, weil dann wird das Ganze schon sehr, sehr heiß gekocht. Ja. Genau, und an der Stelle stehen wir jetzt gerade. Ich wurde dann auch zu Spitzenzeiten sehr häufig gefragt, da gab es relativ viele Presseanfragen auch zu der Zeit, naja, haben wir denn jetzt gerade eine Blase, ist denn der Preis gerechtfertigt, was wäre denn ein fairer Wert eines Bitcoins? Ja, hat Bitcoin überhaupt einen inneren Wert? Ja, und die Antwort, kann man sagen, ist vielleicht nicht ganz so einfach oder sie sehr einfach. Ja, ein Bitcoin hat erstmal gar keinen inneren Wert. Ja, der Preis ergibt sich einfach nur durch den Handel, ja, durch Angebot und Nachfrage, was jetzt per se aber auch erstmal nicht schlecht ist. Ja, wenn wir andere etablierte Anlageformen nehmen, Gold, hat Gold einen inneren Wert? Naja, irgendwie auch nicht wirklich. Ne? Also sieht irgendwie schön aus und vielleicht hat es vielleicht noch eine Leiterfunktion oder so, aber einen wirklich inneren Wert hat es auch nicht. Ja, ein 50-Euro-Schein hat auch irgendwie keinen inneren Wert. Ne? Wir haben uns irgendwie mal darauf geeinigt, dass wir damit irgendwie Güter kaufen können. Ne? Und solange es Personen gibt, die eben auch an solchen Bitcoin glauben und dafür Geld ausgeben, hat das Ding halt einen Wert. Ja? Im Unterschied zu den etablierten Währungen, findet bei einem Bitcoin einfach keine Regulierung statt. Ja? Deswegen gibt es auch niemanden, der dafür sorgt, dass da eine entsprechende Geldstabilität da ist. Ja? Und das führt entsprechend dann auch eben zu solchen Kursausschlägen. So, die Frage, wie ist Bitcoin entstanden? Bitcoin wurde im November 2008 vorgestellt mit einem White Paper, ja, ein wissenschaftliches Papier, geschrieben von jemandem namens Satoshi Nakamoto. Ja, der hat das, ich glaube, an einen Newsgroup, ja, so einen E-Mail-Verteiler, so im Kryptobereich geschickt. Und das bisschen das Mysteriöse, ja, was auch sozusagen vielleicht dem Image von Bitcoin so ein bisschen zuträglich war, ist, dass wir nicht genau wissen oder eigentlich gar nicht wissen, wer Satoshi Nakamoto eigentlich ist. Ja, das ist einfach bis heute noch unbekannt. Und er hat aber eben dieses, vielleicht ist es auch eine Gruppe, man weiß es nicht, dieses Paper vorgestellt. Und in diesem Papier wird eigentlich sehr genau beschrieben, wie Bitcoin funktioniert. Ja, kann man sich hier unter dieser URL auch runterladen. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man das gelesen hat, hat man eigentlich ein ganz gutes Verständnis, wie das Ganze funktioniert. Ein Jahr später, 2009, gab es dann auch die erste Open-Source-Version, ja, der Bitcoin-Anwendung und seitdem gibt es eben Bitcoin. Ja, mittlerweile hat sich das Ganze ziemlich gut entwickelt, ja, und wir sehen die aktuelle Marktkapitalisierung von vor wenigen Tagen, die liegt, ja, bei sage und schreibe mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist die Anzahl der verfügbaren Bitcoins multipliziert mit dem Kurswert, also eine riesige Summe. Ja. Zu Spitzenzeiten waren das dann auch mehr als 300 Milliarden Dollar. So, das Interessante auch, das ist, wir wissen nicht, aus welcher Motivation heraus das Ganze entstanden ist, weil wir ja gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Aber man sagt, naja, 2008, das war dann auch gerade das Jahr der Bankenkrisen und dass Bitcoin ja vielleicht so ein bisschen die Antwort war auf ja, verschwindendes Vertrauen in die Institution und in die Banken. Und man schafft ja vielleicht so ein bisschen ein anarchisches
Währungssystem. Ja, das Witzige ist eigentlich, dass man dadurch jetzt im Endeffekt ein hochgradig kapitalistisches Währungssystem im Endeffekt geschaffen hat. Ja. Genau. So, was macht Bitcoin? Was ist das Tolle an Bitcoin? Bitcoin ist eine Währung, die ohne eine zentrale Instanz auskommt. Ja, es gibt keine Zentralbank, ja, die Bitcoin herausgibt, und ich kann vor allem dort Zahlungen vornehmen, ohne dass ich auch da eine entsprechende Hausbank brauche. Ich brauche kein Konto irgendwo. Ne? Das ist ein System, mit dem ich Werte peer-to-peer übertragen kann. Ja? Wenn ich jetzt dem Herrn Schulte Geld überweisen möchte, dauert das doch überraschend lange. Ich habe das hier in Vorbereitung auf diesen Vortrag mal geschaut, was man so findet, Dauer einer Überweisung. Fand ich jetzt sehr, sehr witzig, eigentlich schon fast von der Sparkasse gefunden, die es eigentlich schon fast positiv beschreiben, dass es eigentlich nur einen Bankarbeitstag dauert, ja, bis Geld von einem Konto aufs andere überwiesen wird. Ja, mit ein paar Ausnahmen. Feiertage und Wochenenden sind keine Bankarbeitstage, hier werden Zahlungen nicht bearbeitet, und wenn man nach 14 Uhr sozusagen die Überweisung losschickt, dann dauert es vielleicht auch irgendwie 2 Tage. Und jetzt sind wir, irgendwie 2018, Digitalisierungszeitalter, so richtig passt das nicht zusammen. Ne? Im Endeffekt waren wir vor 30 Jahren ja genauso weit, außer dass wir da noch halt eben papiermäßig das zur Bank gebracht haben, unsere Überweisungsträger. Jetzt haben wir ein schickes Interface, aber so richtig Ende zu Ende digitalisiert ist es nicht. Ja? Und da in diese Lücke ist sozusagen auch Bitcoin reingegangen, dass wir sehr, sehr einfach, auch nicht in Echtzeit, aber nahezu doch eigentlich auch Überweisungen in Anführungsstrichen vornehmen können. So, wenn wir uns ein bisschen die Entwicklung dann auch mal vom Bitcoin anschauen, also 2008, jetzt sieht es irgendwie komisch aus, nochmal hin zurück. 2008 eben dieses White Paper, 2009 die erste Software. Und dann, ja, so der Mythos, 2010 hat Bitcoin das erste Mal einen reellen Gegenwert bekommen. Ja, nämlich da hat ein User, ich glaube 10.000 Bitcoin an einen anderen übertragen, damit er 2 Domino-Pizza für einen Gegenwert von $25 sozusagen beschaffen konnte. Aus heutiger Sicht relativ teure Pizza, 75 Millionen Euro. Ja. Kann man mal drüber nachdenken. So, und dann 2011 war noch mal so ein bisschen ein Meilenstein. Ich habe eben auch schon gehört, es gab vor kurzem hier auch eine Darknet-Info-Veranstaltung und Vortrag. Dieses Darknet-Portal Silk Road ist offensichtlich zu der Zeit gegründet worden. Und da konnte man halt auch mit Bitcoins bezahlen. Ja, Bitcoin ist vergleichsweise anonym. Ja, deswegen auch primär für illegale Geschäfte auch durchaus benutzt worden, deswegen Bitcoin auch sehr lange so ein Schmuddel-Image hatte. Und das hat sich aber jetzt im Laufe der letzten Jahre eigentlich doch sehr stark geändert. Ja, es gab dann die ersten Online-Shops, mit denen man mit Bitcoin bezahlen kann. Es gab dann in Berlin und ich glaube auch in Hannover irgendwelche Cafés, die auch Bitcoin akzeptiert haben, bis hin zu irgendwelchen Bitcoin Geldautomaten. Ja. Es gab gerade im letzten Jahr, als dann der Hype so war, dann auch viele Gerüchte, ob man bei Amazon vielleicht irgendwann mal mit Bitcoin bezahlen konnte. Wenn immer einer das behauptet hat, dann ist der Kurs natürlich auch explosionsartig an dem Tag immer in die Höhe gegangen. Irgendwie ist es noch nicht so richtig gekommen. Und wenn man ehrlich ist, so richtig bezahlt wird mit Bitcoin ja eigentlich auch nicht, ja, weil natürlich der Kurs total schwankend ist, und das eignet sich an der Stelle dann deswegen halt eben auch gerade nicht so richtig eigentlich als Bezahlwährung, weswegen das aus meiner Sicht eigentlich gerade zwei Aufgaben erfüllt oder in zwei Bereichen eingesetzt wird. Zum einen, glaube ich, wenn Geld ins Ausland überwiesen werden soll, ist das ein sehr einfaches und schnelles Vehikel, und es ist eben einfach auch ein Stück weit eine neue Asset-Klasse geworden, ja, dass Leute einfach investieren in Bitcoin und auch andere Kryptowährungen in der Hoffnung, dass der Kurs entsprechend steigt. Ja. Und ja, das erklärt auch so ein bisschen diesen Kursanstieg, der war überraschend. Ja. Hätte derjenige gedacht, ganz schön teurer Spaß, hätte das vielleicht nicht gemacht. Gab es noch letztes Jahr so eine Story um einen Waliser namens James Howells. Der hat mal 7.500 Bitcoins, glaube ich, durchs eigenes Schürfen bekommen und hat die auf einer Festplatte gespeichert, die Festplatte dummerweise irgendwie mal auf den Müll gelegt. Und da gab es dann auch letztes Jahr die Überlegung, ob es sich für 120 Millionen US-Dollar auf einer Festplatte vielleicht lohnt, die lokale Mülldeponie nochmal umzugraben. Ja, ich weiß nicht, was aus der Story geworden ist, vermutlich haben sie es nicht gemacht. Ja. Aber auch da massiv unterschätzt offensichtlich. So, und dann gibt es Bitcoin, ist halt eben die populärste
bekannteste Kryptowährung, würde ich sagen. Es ist auch die mit Abstand mit der größten Marktkapitalisierung. Aber es gibt zahlreiche andere Kryptowährungen. Ich habe mal hier einfach ein paar Beispiele mal dargestellt. Und ich hätte dann auch mal nachgeschaut, wie viele unterschiedliche Kryptowährungen es denn gibt. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Ich habe Zahlen zwischen 2000 und 5000 unterschiedlichen Kryptowährungen gefunden und aber auch einige Fälle gefunden, die gesagt hat, naja, so die nennenswerten Kryptowährungen sind vielleicht die, die mehr als 10.000 Euro oder Dollar Handelsumsatz am Tag haben. Und aber auch davon finden sich zumindest nach dieser Quelle auch insgesamt mehr als 1.000 unterschiedliche Kryptowährungen. Und die Gesamtmarktkapitalisierung dieser Kryptowährung liegt momentan bei 260 Milliarden US-Dollar. Also ein riesiger Betrag. Und da war natürlich auch letztes Jahr vor allem ein sehr großer Hype drum. Das war so ein bisschen schick, dann natürlich auch neue Kryptowährungen herauszubringen, weil einfach in der Hoffnung, damit Geld zu verdienen. Das Konzept des sogenannten Initial Coin Offerings, ICO, in Analogie zum Initial Public Offering, der Herausgabe von Aktien, war dann ein sehr beliebtes Instrument der Unternehmensfinanzierung für Startups. Ja, und da gab es auch durchaus viele seriöse Sachen, aber es gab dann auch einige ja, nicht so richtig seriöse Dinge, wo einfach im Endeffekt gar nicht super viel Substanz hinter war. Und das erinnerte sehr stark auch an diese New Economy.com-Bubble-Zeit, so Anfang der 2000er Jahre, wo halt, wenn irgendwo nur Blockchain drauf stand, ja, das auf einmal irgendwie total angesagt war. Da gab es jetzt auch zum Beispiel die Long Island Iced Tea Firma, ich weiß gar nicht, was für eine Rechtsform es hat, auf Hawaii, die haben sich umgenannt letztes Jahr in Long Island Blockchain. Daraufhin ist der Kurs irgendwie, hat sich glaube ich verzehnfacht, der Aktienkurs. Also ganz, ganz verrückte Sachen. Ne? Und genau, aber das ist jetzt sozusagen die Kryptowährungswelt. Und Herr Schulte hat es eben schon angesprochen, Kryptowährungen sind erstmal ganz spannend. Das vielleicht aber interessantere, zumindest für uns auch als Forscher interessantere, ist die dahinterliegende Technologie, nämlich die Blockchain-Technologie. Ja, also das ist jetzt sozusagen ein Einsatzfeld ja, der Blockchain oder ein Anwendungsfeld der Blockchain-Technologie, aber es gibt viele Sachen, die man noch mit Blockchain machen kann, die vielleicht sehr viel spannender sind und vielleicht am Ende auch nutzstiftender sind. Und deswegen möchte ich ja Ihnen jetzt im Folgenden mal versuchen zu erklären, was denn Blockchain eigentlich genau ist. Und da habe ich jetzt auch erstmal einen sehr einfachen Einstieg gewagt, habe dieses Bild mitgebracht. Ja, die älteren Publikum erinnern sich, es sind Bücher. Ja. Das sind nicht nur irgendwelche Bücher, das ist der Brockhaus, ja, eine Enzyklopädie-Reihe, ja, eine Lexikon-Reihe mit großer Tradition. Die erste Auflage kam schon vor über 200 Jahren raus, im Jahr 1808. Ja. Und seit 2014 kann man den Brockhaus nicht mehr kaufen. Er ist eingestellt worden. Die letzte Auflage war die 21. Auflage. Er hatte insgesamt 30 Bände, konnte für etwas unter 3.000 Euro gekauft werden. Und in diesen 30 Bänden waren ungefähr 300.000 Stichworte sozusagen abgedruckt, ja, 300.000 Artikel. Und wie gesagt, aber jetzt, obwohl diese große Historie, trotz dieser langen Historie, gibt es den Brockhaus nicht mehr. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Das ist passiert. Das Internet wurde erfunden, das WWW, so wie wir es jetzt kennen, World Wide Web 1989 und interessanterweise auch schon seit 2001 gibt es Wikipedia. Und jetzt unterstelle ich mal so der, weiß gar nicht, 15-Jährige, der sagt, Brockhaus, hast schon mal gehört, aber so richtig weiß ich nicht, was ist. Gucke ich hier rein, weiß ich. Genau, die Wikipedia-Idee, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich ja schon witzig, dass das funktioniert. Ja, wenn es das jetzt nicht gäbe und jemand würde mir jetzt gerade erklären, ich habe eine super Idee, mache jetzt irgendwie ein Online-Lexikon, jeder kann da beitragen, ja, und irgendwie eine zentrale Kontrollinstanz brauchen wir irgendwie nicht und wir sammeln das ganze Wissen der Welt ein und irgendwie kriegen wir es auch hin, dass das halt meistens sehr, sehr richtig ist, was da drin ist und auch noch tagesaktuell. Hätte ich jetzt gedacht, naja, ist ja irgendwie Quatsch, also kann man probieren, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hat aber super funktioniert, ja. Es ist wirklich, eigentlich die Qualität ist sehr, sehr gut. Es gibt mehr als 2 Millionen deutschsprachige Artikel mittlerweile und es gibt insgesamt weltweit, habe ich gestern noch nachgeschlagen, ca. 45 Millionen Artikel in Wikipedia. So, wenn wir jetzt das mal, da vielleicht nochmal eine Ebene tiefer reinschauen, welcher Wandel ist dort vollzogen worden? Ja? Durch die Erfindung des Internets
der ersten Generation, was wir auch als Internet der Informationen bezeichnen. Ja, wir kommen aus einer Welt oder kamen aus einer Welt, wo Inhalte, Content zentralisiert bereitgestellt wurden. Ja, wir hatten hier einen zentralen Content-Provider, der Brockhaus Verlag, ja, und der hat sozusagen Informationen von zentraler Stelle an die Käufer des Brockhaus Verlags bereitgestellt. Ja, und durch das Internet, das wissen wir alle, hat sich das ein bisschen gewandelt. Ja, wir sind alle miteinander vernetzt, ja, mit unseren Computern und tauschen Informationen untereinander aus. Ja. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, ja, super Entwicklung, ja, zu einer Demokratisierung von Wissen und Informationen geführt, gibt sicherlich ein paar Kritiker, aber insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung. Mit Informationen und Informationsweitergabe funktioniert das erstmal ganz gut, ja, weil ich kann Informationen, indem ich das Weitergeben von Informationen, ist im Endeffekt das Kopieren von Informationen. Ja. Wenn ich es kopiere, sozusagen verteilt sich es im Netzwerk. Das wird immer dann problematisch, wenn diese Informationen irgendwie als werthaltig angesehen werden können, ja, und jemand sozusagen im Besitz dieses Wertes ist. Ja, die erste Industrie, die war wahrscheinlich hauptsächlich durch das Internet Opfer der disruptiven Wirkung des Internets geworden ist, war wahrscheinlich die Musikindustrie, ja, wo man halt ja, entsprechend Musik auch einfach weitergegeben hat. Da erinnere ich mich auch noch an die Paderborner Zeit als Student, da gab es hier so Napster und BitTorrent und keine Ahnung was, wo man halt mit einem, sagen wir mal, mittelstarken Unrechtsbewusstsein irgendwie Dateien kopiert hat, ja, ohne sich vielleicht irgendwie was dabei zu denken. Ja. So, und deswegen, bei Werten ist das halt immer relativ schwierig. Und wenn wir sozusagen uns werthaltige Informationen anschauen, sind wir momentan doch eigentlich in dieser Welt. Ja. Wir haben eine zentrale Instanz, die eine Art Registerfunktion übernimmt, ja, die... Also wenn wir zum Beispiel ans Online-Banking denken oder generell an den Zahlungsverkehr, habe ich doch eine Instanz, eine Bank, die aufpasst, dass die den Wert, ja, den ich jemandem übertragen habe, dass ich den auch tatsächlich überhaupt besitze. Ja, und wenn er dann übertragen wird, dass ich ihn anschließend nicht mehr besitze und jemandem anders gutgeschrieben wird. Ja, und typischerweise ist es vielleicht nicht nur eine Bank, sondern mehrere Banken beteiligt, die haben dann auch noch so ein Clearing untereinander und deswegen dauert das vergleichsweise langsam. Er hat auch sehr, sehr viele Vorteile, dieses System. An der Stelle setzt jetzt aber eigentlich die Blockchain-Technologie ein. Nämlich, die versucht eben auch das, was wir im Internet der Informationen schon kennen, jetzt auch im Internet der Werte, in das Internet der Werte zu übertragen. Ja, nämlich, das ist sozusagen der Versuch, oder es ist jetzt auch schon die Lösung dazu, im Endeffekt diese Registerfunktionalität in den Prozess, in die Technologie so einzubauen, dass ich eben diesen zentralen Mittelsmann auch nicht mehr brauche und tatsächlich peer-to-peer diesen Wertübertrag auch hinbekomme. So, und dann vielleicht noch um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Oftmals liest man vielleicht auch teilweise von der Blockchain, von der einen Blockchain. Ich glaube, sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, dass es nicht die eine Blockchain gibt. Ja, es gibt eine Bitcoin-Blockchain. Und selbst da gibt es eigentlich auch nicht nur eine, es gibt dann auch Ableger. Man kann sich diese Bitcoin Open-Source-Software nehmen und ein bisschen modifizieren und auch seine eigene Kryptowährung rausgeben. Gibt es auch bekannte Bitcoin-Ableger wie Bitcoin Gold oder Bitcoin Cash beispielsweise. Und es gibt aber auch ganz andere Blockchain-Implementierungen. Eine sehr bekannte ist die Ethereum-Blockchain, die ein ganz anderes Konzept verfolgt, die eigentlich nicht das Konzept verfolgt, wie Bitcoin eine neue Währung, eine Kryptowährung zu schaffen, sondern die Blockchain als eine Art Weltcomputer aufgesetzt hat. Nämlich dahingehend, dass in der Ethereum-Blockchain auch beispielsweise Programmcode, ja, also Computercode, abgelegt werden kann und dann auch gezielt angesprochen werden kann. Da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Und es gibt aber ganz viele für andere Bereiche auch spezifische Blockchain-Lösungen. IOTA beispielsweise, die Blockchain für das Internet der Dinge, Blockchain hier in Anführungsstrichen, weil es eigentlich noch nicht mal eine Blockchain ist, weil gar keine Blöcke miteinander verkettet werden. Das ist nochmal ein bisschen andere technologische Lösung. Also aber wichtig, Blockchain, es gibt nicht die eine Blockchain, sondern es ist eher eigentlich eine Technologieklasse, ja, die auch ganz unterschiedlich implementiert werden kann. So, jetzt die Frage, wie funktioniert denn Blockchain eigentlich? Und jetzt habe ich hier eine Folie, die ich auch auf Fachvorträgen mitbringe. Das ist vielleicht ein bisschen technisch, würde die aber gleich auch nochmal ein bisschen einfacher verdaulich auch nochmal darstellen. Aber vielleicht erstmal zu einer Definition. Eine Blockchain ist erstmal eine Art Datenspeicher, der Transaktionen, ja, eine Transaktion könnte sein, A überweist an B, B an C und so weiter, transparent in einem Netzwerk speichert. Transparent heißt,
im Bitcoin beispielsweise kann jeder von Ihnen jegliche jemals getätigte Bitcoin-Transaktion einsehen. Ja, das ist einfach offen. Ja, es sind halt keine Realnamen darin, da stehen halt Schlüssel, aber das ist sehr transparent. Diese Transaktionen sind chronologisch gespeichert, also mit einem Zeitstempel versehen, und sie gelten als unveränderbar in einem Netzwerk gespeichert. Ja, was einmal in der Blockchain drinsteht, steht da immer für ewige Zeiten quasi drin. So, aber wie funktioniert die Blockchain? Man kann sich Blockchain vorstellen wie ein Hauptbuch oder ein Register oder vielleicht noch einfacher wie ein Notizbuch. Ja, ein Notizbuch, wo ich einfach aufschreibe, eben diese Transaktion. A überweist 5 Bitcoin, Dollar, Euro, was auch immer, an B, B überweist was an C, D an E und so weiter. Das Interessante oder das spezifisch am Blockchain ist, dass dieses Hauptbuch aber nicht sozusagen in zentraler Stelle vorgehalten wird. Also es gibt nicht eine Person oder eine Instanz, die dieses Notizbuch hat, sondern es wird im Netzwerk verteilt. Ja, jeder Netzknoten, ja, der in diesem Netzwerk miteinander verbunden ist, bekommt eine Kopie dieses Notizbuchs mit Transaktionen. Ja, da kann man auch sagen, das ist total sinnvoll. Warum sind wir nicht schon vorher drauf gekommen? Ja, wenn ein Knoten ausfällt, ja, dann funktioniert es immer noch und ich brauche auch keine zentrale Instanz. Naja, die Herausforderung immer, wenn ich etwas dezentral speichere, ist natürlich die Frage, wie kann ich denn sicherstellen, dass auch alle Knoten immer den gleichen Stand haben oder anders gesagt, dass es eine Einigkeit darüber besteht, was denn die eine richtige Wahrheit ist, ja, über diese Transaktion. Und an der Stelle, und das ist vielleicht die wesentliche Innovation hinter Bitcoin und Blockchain, da kommt der sogenannte Konsensmechanismus ins Spiel. Das ist ein Mechanismus, der eben sicherstellt, dass sozusagen diese Transaktionswahrheit oder die Wahrheit über die abgespeicherten Transaktionen im Netzwerk verteilt werden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Implementierungen. Die wohl populärste Implementierung ist der sogenannte Proof-of-Work-Konsensmechanismus, der auch beispielsweise in Bitcoin implementiert ist. Und der funktioniert so, dass erstmal sämtliche Transaktionen in Blöcken gesammelt werden und wenn immer ein Block voll sind, ich glaube bei Bitcoin sind es so zwischen 1000 und 2000 Transaktionen, dann können Netzwerkteilnehmer, die wollen, versuchen, ein mathematisches Rätsel zu lösen. Ja, sie müssen sozusagen Rechenkraft einsetzen, also Arbeit verrichten und derjenige Knoten, ja, der als erstes dieses Rätsel löst, ja, der kriegt erstmal ein bisschen paar Bitcoins, deswegen macht das auch, ja, das ist sozusagen monetär incentiviert und der darf dann diesen neuen Block an die bestehenden Blöcke dranhängen und die anderen dürfen prüfen, ob diese Transaktionen auch korrekt waren und alles mit rechten Dingen passiert ist. Ja, und da, so werden immer weiter neue Blöcke an diese Kette von Blöcken gehängt, deswegen auch Blockchain, die werden mit dem vorherigen Block referenziert. Wie das funktioniert, werde ich gleich auch noch mal kurz versuchen zu erklären und das Ganze nochmal mit einem Zeitstempel versehen. So, weiß jetzt nicht, vielleicht hat es jetzt die Hälfte im Raum verstanden, deswegen würde ich es jetzt nochmal etwas eingänglicher versuchen zu erklären. Also, als allererste die Transaktionen. Hier ist das Notizbuch, ja, mit den unterschiedlichen Transaktionen. Mehrere Transaktionen werden in einen Block gepackt und diese Blöcke werden miteinander verknüpft. Ja. Wie passiert das? Ja, es gibt ganz unterschiedliche oder wichtige Kerneigenschaften. Ja. Diese Verkettung funktioniert über sogenannte Hash-Algorithmen, die auch dazu führen, dass das Ganze unveränderbar ist. Ein Hash-Algorithmus ist ein Algorithmus, der eine Zeichenkette beliebiger Länge in eine Zeichenkette fixer Länge sozusagen verändert. Und das die wichtige Eigenschaft einer solchen Hash-Funktion ist, dass es quasi eine Einwegfunktion ist. Es ist sehr einfach, von dem einen Wert auf den anderen Wert zu schließen. Der umgekehrte Fall ist quasi unmöglich. Ja, gehe ich gleich auch später nochmal drauf ein. Und über diesen Mechanismus werden die unterschiedlichen Blöcke miteinander verknüpft. Ja, wenn ich hier einen Block habe, der hat irgendwie dem Hashwert des vorherigen Blocks, ein Zeitstempel, die ganzen Transaktionen. Ich nehme diese ganzen Informationen, schmeiße die in so eine Hash-Funktion rein und bekomme einen Hashwert raus. Und dieser Hashwert steht dann jeweils auch in dem nächsten Block. Und so werden die entsprechenden Blöcke miteinander verkettet. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt hier eine lange Kette an Blöcken habe und in diesem Block verändere ich irgendeine Transaktion, ja, weil ich mir vielleicht irgendwie illegalerweise mehr Geld zuschreiben möchte,
verändert sich dieser Hashwert. Und sozusagen wird das beim nächsten Block wird sofort gemerkt, naja, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und deswegen werden alle Blöcke in dieser Kette ungültig. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum man diesen Proof-of-Work-Konsensmechanismus nutzt, ja, weil, wo auch Arbeit hintersteckt, weil es sehr, sehr viel Aufwand wäre, all diese verschiedenen Blöcke nachzurechnen, ja, nachträglich zu verändern. Das ist quasi unmöglich. Ja. Und über diesen Mechanismus erfolgt dann auch die verteilte Speicherung und Synchronisation im Netzwerk. Und dann noch mal eine letzte ganz wichtige Eigenschaft oder interessante Eigenschaft, und das ist auch der Grund, warum es gerade im Geschäftskontext ja, als sehr, sehr interessante Technologie wahrgenommen wird, die Blockchain-Technologie ist, dass ich Geschäftslogiken abbilden kann, indem ich Programmcode in zumindest gewisse Blockchain-Implementierungen, so wie die Ethereum-Blockchain, entsprechend speichern kann. Ja, ich kann dort eine Programmlogik ablegen, wenn die einmal drin ist, steht die da drin und die kann sozusagen von externen Ereignissen ausgelöst werden und dann bestimmte Dinge auslösen. Da werde ich gleich auch noch mal ein Beispiel dabei haben, was das vielleicht noch mal ganz plakativ darstellt. So, kommen wir mal zu dem Hashwert. Den noch mal ein bisschen laienhafter darzustellen. Da bediene ich mich einer Analogie, die Dan Tapscott in seinem ganz bekannten Buch zu Blockchain gewählt hat. Er vergleicht nämlich die Hash-Funktion mit einem Huhn und ja, Chicken Nuggets. Ja, sagt nämlich, so Hash-Funktion, mein Input, ja, ist irgendwie das Huhn. Da kann ich sehr einfach irgendwie Chicken McNuggets rausmachen. Wenn ich aber Chicken McNuggets habe, ist es eigentlich quasi unmöglich herauszufinden, was das Huhn am Anfang war. Ja, und das ist eigentlich sozusagen die Kernlogik einer Hash-Funktion. So funktioniert eigentlich Blockchain, wenn Sie es mal, ja, wenn Sie gleich nach Hause kommen und zu Hause erzählen wollen, na, wie war es und wie funktioniert es, dann sagen Sie einfach Huhn und Chicken McNugget. So, dann wichtige Eigenschaft oder wichtige Folge von Blockchain, dass Blockchain sagt, das ist eine Technologie, die Vertrauen schafft, ohne dass ich eine zentrale Instanz brauche. Ich brauche eben die Bank nicht mehr. Ne? Ich habe sozusagen die große Masse an Teilnehmern, die sicherstellen, dass dort sozusagen die Dinge mit rechten Dingen zugehen. Ja, und da habe ich auch nochmal eine Analogie mitgebracht, nämlich die des Fußballs. Ja, heute ist ja auch Fußball, deswegen dachte ich, bringe ich auch ein bisschen Fußball mit, wenn Sie das Spiel schon verpassen oder zumindest den Anfang. Wenn wir uns das anschauen, in der Bundesliga, im Profifußball, ja, da haben wir eine zentrale Instanz, die aufpasst auf dem Spielfeld, ja, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, da haben wir den Schiedsrichter, ja, und alle schauen auf den Schiedsrichter. Mittlerweile haben wir auch Videoassistenten und so weiter. Aber der Schiedsrichter ist das letzte Wort. Ja, und das funktioniert ja auch ganz gut, ja, also sozusagen zentrale Instanz, aber auch ein Schiedsrichter. Gab es ja auch schon mal den einen oder anderen Skandal, ja, kann auch manipuliert werden, ja, oder hat mal Fehlentscheidungen. Und das wäre sozusagen der alte Ansatz. Der Blockchain-Ansatz wäre eigentlich der eher des Bolzplatzes. Ja, da habe ich irgendwie Spieler auf dem Feld, ich habe irgendwie ein paar Väter und sonstige Zuschauer, die drumherum gucken. Und dort funktioniert es ja auch überraschend gut, dass die Regeln eingehalten werden. Ja, weil ja, das regelt sich eben von alleine. Ne? Es sind einfach so viele da, die da vielleicht irgendwie mitreden wollen. Wann funktioniert das Ganze nicht? Und das ist auch so vielleicht auch mit einer Analogie zu Blockchain, wenn dort mehr als die Hälfte der Personen, die irgendwie beteiligt sind, bösartige Absicht sind, ja, und irgendwie das Spiel manipulieren wollen. Ja, dann haben sie halt die Mehrheit und können sich vielleicht durchsetzen. Das ist bei der Bitcoin-Blockchain übrigens auch der Fall. Ja, wenn dort, das ist die sogenannte 51%-Attacke, dort gibt es auch den theoretischen Fall, ja, wenn mehr als 50% sozusagen der Rechenpower, die in Bitcoin, in das Mining reingesteckt wird, in einer Hand liegen würde, wäre es theoretisch denkbar, ja, dass sozusagen die Bitcoin-Blockchain auch zur eigenen Gunst sozusagen manipuliert werden kann. So, und dann kommen wir nochmal zu den Smart Contracts. Ja, das sind diese Programmlogiken, mit denen ich auch Geschäftsregeln abbilden kann. Und da habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das das ganz gut, aus meiner Sicht zumindest, sozusagen illustriert. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Auto, können es nicht sofort bezahlen und zahlen mit einem Ratenkredit. Ja, Sie zahlen jeden Monat Ihren Kredit und irgendwann läuft es mal nicht so gut, haben irgendwie kein Geld mehr. Ja, was passiert in der alten Welt? Diese Jungs kommen vorbei. Ja, wenn Sie Glück haben, nehmen Sie nur das Auto weg. Ja, wenn es doof läuft, kriegen Sie vorher noch einen auf die Mütze und dann ist das Auto weg.
die Smart Contract Lösung wird ein bisschen anders aussehen. In der Smart Contract Lösung wird es irgendwie so aussehen, dass wir beispielsweise das Schloss eines Autos mit einem Smart Contract ausstatten können, in dem hardcodiert ist, und dass es also sozusagen vertraglich festgehalten ist, dass das Auto nur dann öffnet, ja, wenn die jeweilige Rate eingegangen ist. Ja, also im Smart Contract ist kodifiziert, prüfe, ob Rate eingegangen. Wenn Rate eingegangen und dann noch der Schlüssel reingesteckt wird, dann geht das Auto auf. Ja. Wenn es nicht der Fall ist, dann haben wir halt diese Situation. Geht es halt nicht auf. Ja. So funktioniert im Endeffekt ein Smart Contract. So, und das war jetzt so die Erklärung zu Blockchain und Bitcoin. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Und jetzt aber die Frage, warum finden Unternehmen das so interessant? Ja, warum ist das Thema Blockchain wirklich eins der, wenn nicht sogar das zentrale Technologie-Hype-Thema der letzten Monate geworden? Ja, weil es einfach eine interessante Technologie ist, die bestimmte Eigenschaften hat, die es für bestimmte Anwendungsfälle sehr attraktiv machen könnte. Und ich habe mal hier drei Kriterien aufgestellt, die aus meiner Sicht die drei zentralen Kriterien sind, die oder zentrale Eigenschaften sind eines Anwendungsfalls, wo man sagen kann, ja, da könnte eine Blockchain sehr sinnvoll sein. Nämlich immer dann, wenn ich einen Intermediär nicht möchte, ja, weil er sehr kostenintensiv ist, ja, oder weil er Zeit kostet, weil er langsam ist. Ja. Bankenbeispiel im Vergleich zu Bitcoin. Oder vielleicht auch aus politischen Gründen, ja, weil ich vielleicht ein Konsortium aus Unternehmen habe und ich möchte nicht, dass ein Unternehmen irgendwie besser gestellt ist, weil es da die Datenhoheit über irgendwelche Systeme hat. Ja. Also es ist eher dieses Verteilte, das da eine Rolle spielt. Und wenn ich einen Prozess habe oder einen Anwendungsfall habe, wo das wichtig ist, könnte die Blockchain-Technologie eine interessante Lösung sein. Zweite interessante Eigenschaft ist eben diese Unveränderbarkeit. Ja, es gibt Unternehmen, geben relativ viel Geld dafür aus, ja, zum Beispiel an Wirtschaftsprüfer, die sicherstellen, dass die Daten in ihren Systemen nicht verändert werden können. Ja, wenn ich aber jetzt eine Technologie habe, wo das von vornherein ausgeschlossen ist, ist das natürlich für Unternehmen sehr, sehr interessant, ja, weil dann sozusagen die Compliance dieser Systeme quasi automatisch hergestellt ist. Und der letzte Punkt ist dieses ganze Dezentrale. Ja, das kann zum Beispiel dann interessant sein, wenn wir jetzt zum Beispiel das Internet der Dinge denken, ja, wo Maschinen ja, autonom und dezentral miteinander kommunizieren, könnte die Blockchain eine ganz interessante Technologie sein. Da werde ich gleich dann aber später auch nochmal drauf eingehen. So, genau. Interessante Technologie, sehr potenzialbehaftet und die Unternehmen wissen nicht so richtig, was damit anzufangen sind oder wie, ob sie investieren sollen oder nicht. Aber irgendwie ist ihnen klar, dass es ein wichtiges Thema ist. Warum ist es so? Weil sie auch Innovationen nicht verschlafen wollen. Ja, weil es genug historische Beispiele gibt, wo Unternehmen Innovationen oder generell Innovationen vielleicht falsch eingeschätzt wurden. Da habe ich jetzt noch ein paar Beispiele mitgebracht, um es mal plakativ zu machen. Hier sehen Sie, ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht, die Fifth Avenue in New York um 1900 herum. Und hier fahren Kutschen, ja, Pferdekutschen. Und hier sieht man rot eingekreist, aber vielleicht sieht man es auch nicht, ein Automobil, ein Auto. Ja, so ähnlich, zumindest ja, vielleicht irgendwie, wie wir es jetzt kennen. Und da habe ich noch ein paar Zitate mitgebracht. Ja, 1894 schreibt die British Times, Pferdemistkrise droht. Bis 1950 wird jede Straße in London 3 Meter tief in Pferdeexkrementen versunken sein. Kaiser Wilhelm II. Sagte 1904 noch, das Auto hat keine Zukunft, ich setze auf das Pferd. War wahrscheinlich irgendwie durchaus eine Fehleinschätzung. Hier nochmal die Fifth Avenue, 1913, gleiche Straße. Wir sehen hier sehr, sehr viele Autos und hier fährt noch ein einzelnes Pferd. Anderes Beispiel kennt wahrscheinlich mittlerweile irgendwie jeder. Ja, die Papstwahl 2005 oder da, wo der Papst dann entsprechend irgendwie verkündet wurde. Und das passende Zitat von Steve Ballmer, der damalige Microsoft-Chef, der sagte 2007, als gerade das iPhone erfunden wurde und herauskam, there's no chance that the iPhone is going to get any significant market share, no chance. Ja, und es kam jetzt irgendwie anders, das war das gleiche Szenario 2013, ja, das war nicht mehr ganz so geordnet und Microsoft spielt jetzt halt gerade im mobilen Bereich einfach so, gerade so gar keine Rolle. Ja.
Und da gibt es halt auch zahlreiche andere Beispiele. Das wohl prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich das Kodak-Beispiel. Kodak gilt als Erfinder der digitalen Fotografie, hat aber selber irgendwie nicht so richtig dran geglaubt, wollte auch das bestehende Geschäftsmodell irgendwie nicht verdrängen. Und deswegen gibt es Kodak jetzt eben auch einfach nicht mehr. So, und das wissen die Unternehmen aber alle, und jetzt gibt es eine neue Technologie, die sehr potenzialbehaftet ist, und deswegen möchte man ja diesen Trend irgendwie nicht verpassen. Ja, und deswegen ist es gerade ein sehr großer Trend. Wenn es um Technologietrends geht, lohnt es sich immer, in den sogenannten Gartner Hype Cycle zu schauen. Ne? Gartner Hype Cycle, für diejenigen, die es nicht kennen, ist im Endeffekt ein Instrument oder zumindest mal eine Darstellung des Analystenhauses Gartner, und die bringen das jedes Jahr raus, den Gartner Hype Cycle of Emerging Technologies, und die ordnen das auf dieser Kurve ein. Und diese Kurve sagt eigentlich, wenn ich eine Innovation habe, dann ist das ein ganz typischer Verlauf. Ja, ich habe einen Trigger, einen Auslöser für eine Innovation. Ja. Meistens werden solche neuen Innovationen total gehypt, ja, bis sie irgendwann den Gipfel der überzogenen Erwartungen erreicht haben. Dann gibt es ein Tal der Desillusionierung, und irgendwann kommt so eine Technologie, wenn wir es vielleicht auch gut verstanden haben, auf den Pfad der Erleuchtung und irgendwann auf das Plateau der Produktivität. Ja, und im Juli 2016 kam dieser Hype-Cycle, wurde der veröffentlicht, und Blockchain war damals so kurz vor dem Gipfel der überzogenen Erwartungen. Es hat sich mittlerweile schon so ein bisschen wieder abgekühlt im Juli 2017. Blockchain, das ist jetzt, glaube ich, auch so mein Gefühl, ist gerade so ein bisschen am Abflachen der Hype, was aber überhaupt nicht schlimm ist, ja, oder schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Eigentlich ist gerade so eine Phase, wo man merkt, naja, also Technologie ist gut, aber so richtig reif ist sie vielleicht noch nicht, wir verstehen sie besser, und man spricht vielleicht ein bisschen sachlich fundierter über diese Technologie. Ja. Und man merkt aber auch, ganz so einfach, wie man sich das denkt, ist das alles nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine Technologie, die als sehr, sehr potenzialbehaftet angesehen wird. Und deswegen beschäftigen sich unheimlich viele Branchen und unterschiedliche Unternehmen mit Blockchain in ganz unterschiedlichen Anwendungsfällen. Ich habe Ihnen mal hier eine Übersichtsfolie mal dargestellt, mitgebracht, möchte ich gar nicht zu stark drauf eingehen. Ich habe gleich ein paar ausgewählte Beispiele dabei. Aber vielleicht, was sind die wesentlichen Branchen? Ja, die eine Branche, die sich sehr stark logischerweise irgendwie auf Blockchain fokussiert, ist die Finanzdienstleistungsbranche, ja, weil es durch Bitcoin eben auch daherkam. Es aber auch darüber hinaus ganz interessante Anwendungsfälle gibt, in der Interbankenverrechnung beispielsweise. Aber es gibt auch andere Branchen, die da extrem stark sich mit Blockchain auseinandersetzen, beispielsweise die Energiebranche, ja, weil es vielleicht eine interessante Technologie sein könnte, um dort Energiehandelsplattformen aufzubauen und vielleicht auch irgendwelche Mikrotransaktionen abzurechnen in sogenannten Smart Grids und so weiter. Sehr stark wird das Thema auch in der Logistikbranche beispielsweise diskutiert, im Automobilbereich und in verschiedenen anderen Bereichen auch. Und ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, die so ein bisschen auch durch die öffentliche Presse gingen, damit Sie mal so einen Eindruck bekommen, in welchen unterschiedlichen Bereichen wir über Blockchain sprechen. Ja, das ist ein Beispiel jetzt hier aus dem öffentlichen Sektor. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Azraq-Camp in der jordanischen Wüste, ein Camp für Geflüchtete, und die haben halt erstmal meistens nicht viel Geld, haben auch irgendwie keine Identität im Sinne eines Ausweises, der vielleicht irgendwie gültig ist. Gleichzeitig hat man da gesagt, naja, man möchte aber den Leuten ermöglichen, auch selber Einkäufe tätigen zu können. Ja. Und da hat man sich für eine Lösung entschieden, wo die Geflüchteten per Iris-Scan sich identifizieren können und dann entsprechend in solchen Supermärkten bezahlen können. Und die dahinterliegende Technologie, um diesen ganzen Zahlungsverkehr abzuwickeln, hat man sich hier für eine Blockchain-Lösung entschieden. Hätte man vielleicht auch irgendwie anders machen können, aber vielleicht ein ganz interessanter Anwendungsfall. Ein anderer Anwendungsfall, den ich auch durchaus für sinnvoll erachte, da geht es im Endeffekt auch um Identitäten. Da geht es um die Bestätigung oder Überprüfung der Echtheit von Zeugnissen. Ja, wenn man sich beispielsweise der Student der Uni Paderborn schließt sein Studium ab und er bewirbt sich bei einem Unternehmen, ja, da schickt man ja typischerweise seine Zeugnisse mit. Früher hat man die auch noch mal beglaubigen lassen, diese Kopien. Ja, mittlerweile macht man das irgendwie nicht mehr, man scannt die irgendwie ein.
Und das Unternehmen, ich weiß nicht, ob die Unternehmen wirklich überprüfen, ob diese Zeugnisse echt sind. Ja, da haben wir in Deutschland vielleicht auch kein riesiges Problem, aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass da auch mehr Missbrauch passiert, als man vielleicht denkt. Es gibt aber Länder, da ist das ein Riesenproblem, ja, nämlich sozusagen das Fälschen von Urkunden, offensichtlich beispielsweise in Kenia. Und da hat die kenianische Regierung sozusagen überlegt, ob man da nicht eine Blockchain-Lösung sozusagen einführt. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Man könnte sich nämlich einfach vorstellen, dass ich entweder ein Zeugnis direkt digital rausgebe oder ich habe ein Papierzeugnis, das scanne ich ein und ich nehme diese Datei und bilde den Hashwert, ja, dieser Datei. Und diesen Hashwert speichere ich in einen Blockchain und gleichzeitig habe ich noch irgendeine Institution, nämlich die, die das Zeugnis rausgibt, die auch mit einem persönlichen Schlüssel sozusagen diese quasi signiert, ja, dass dieses Zeugnis mit diesem Hashwert, oder, dass das existiert hat. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass dann ein Bewerber diese elektronische Datei nimmt, ja, an ein Unternehmen schickt, bei dem es sich bewerben möchte und dieses Unternehmen jetzt diese Datei nimmt, auch ein Hashwert von dieser Datei bildet. Ja, das muss man jetzt gar nicht so technisch sehen, da kann man auch sagen wir mal, ganz benutzerfreundliche User-Interfaces sich vorstellen, die dann einfach vergleichen können. Ja, dieser Hashwert steht auch in der Blockchain drin und diese eine Institution hat dieses Zeugnis offensichtlich herausgegeben und kann so sicherstellen, dass das Zeugnis echt ist, ja, unter der Annahme, dass auch tatsächlich die richtigen Informationen in der Blockchain entsprechend stehen. So, dann noch ein weiteres Beispiel. Das ist ein Startup, das nennt sich Etherisk. Die habe ich auch mal kennengelernt. Ich glaube, das sind Österreicher. Und die hatten die Überlegung, na, sie wollen so ein bisschen die Versicherungsbranche neu gestalten und haben dort die Idee einer Flugausfallversicherung. Ja, dort ist sozusagen in einem Smart Contract in der Blockchain abgespeichert, ja, dieser Algorithmus. Ja, wenn Flug verspätet, ja, dann bekommen die Personen, ja, die vorher sich entsprechend versichert haben, automatisch einen gewissen Geldbetrag ausgezahlt. Ja, das funktioniert, das Produkt ist draußen, das gibt es offensichtlich. Die AXA-Versicherung fand das auch interessant, die haben das mal gleich kopiert und waren auch groß in der Presse, dass sie dieses Produkt haben. Etherisk hat dann noch ein bisschen, hat dann noch, glaube ich, eine zweite Versicherung im Bereich des Ernteausfalls, ganz ähnliches Prinzip im Endeffekt entwickelt und ist damit auch auf dem Markt. Ja, und dann noch ein weiteres Beispiel aus dem Energiebereich. New York probt die Abschaffung der Energieversorger. Da gibt es das sogenannte Brooklyn Microgrid-Projekt, da ist Siemens auch beteiligt. Und da geht es im Endeffekt darum, einfach, dass Hausbesitzer oder Investoren oder wer auch immer sich Solarzellen aufs Dach setzen kann und dann der Strom, der dadurch gewonnen wird, einfach in der Nachbarschaft verkauft werden kann. Ja, peer-to-peer eben über eine Blockchain-Lösung. In Berlin gibt es, glaube ich, gerade ein ganz ähnliches Projekt, war letzte Woche auf Spiegel Online zu lesen. Also das ist so ein Beispiel aus der Energiebranche. Und ein Beispiel, was ich ganz interessant finde, da in dem Bereich führen wir selber auch Forschungsprojekte durch, unter dem Stichwort Machine Economy, also im Automobilbereich. Und da ist sozusagen die Idee, wir gehen jetzt langsam in so ein Zeitalter, ja, des autonomen Fahrens. Ja, technisch sind wir, würde ich jetzt mal sagen, jetzt schon eigentlich problemlos in der Lage, Autos, ja, selbstständig durch die Gegend fahren zu lassen. Da gibt es, glaube ich, noch so ein paar Akzeptanzprobleme, aber ich glaube, grundsätzlich würde das sehr, sehr gut funktionieren. Aber wenn man das so ein bisschen weiter denkt, ja, dann wäre es ja eigentlich interessant, wenn so ein vielleicht nicht nur technisch autonom fährt, ja, also selbst fährt, sondern vielleicht auch ein wirtschaftlich selbstständiges Subjekt darstellt, ja, sodass ein Automobilhersteller ein Auto nur noch produziert und dann einfach auf die Straße setzt und dann dem Auto mitgibt, liebes Auto, jetzt verdien mal Geld, ja, indem du Fahrdienstleistungen anbietest, ja, kann man sich über verschiedene Portale, die es ja auch jetzt schon gibt, Uber und dergleichen, vielleicht auch irgendwie vorstellen. Und dann hat so ein Auto aber ja auch Ausgaben, ja, indem es mal irgendwie gewartet werden muss, repariert werden muss und vor allem auch nachtanken muss. Ja, das werden dann in Zukunft wahrscheinlich Stromladestationen sein. Und da werden wir zunehmend häufiger in die Situation kommen, dass wenn so ein Auto beispielsweise eine Ladesäule fährt, dass zwei Maschinen untereinander, ja, Verträge abschließen müssen.
Ja, und was würde da näher liegen, dass, oder zumindest eine denkbare Variante, wenn wir uns jetzt mal die Eigenschaften der Blockchain anzuschauen, das über eine Blockchain-Lösung abzubilden. Ja, und an der Stelle könnte Blockchain eine sehr interessante Infrastruktur sein, um sowas abzubilden. Da gibt es auch Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Hier ist das Projekt mal dargestellt, der KI-Wallet, wo ZF Friedrichshafen, UBS und Innogy beteiligt sind. So, das waren mal so ein paar Anwendungsfälle, damit Sie verstehen, in welchen Bereichen dort auch die Wirtschaft unterwegs ist. Es ist aber natürlich nicht alles super. Ja, es gab auch einige negative Presse, auch in den letzten Monaten zu Blockchain und Bitcoin. Ich habe Ihnen mal hier ein paar Beispiele mitgebracht. Bitcoin Exchange goes bust after hack. Ja, wo dann viele sagen, oh, ist Bitcoin gehackt worden? Bitcoin ist tatsächlich noch nie gehackt worden. Ja, die Blockchain-Technologie gilt eigentlich als sehr sicher. Was aber passiert ist, dass solche Tauschbörsen gehackt werden. Ja, solche Marktplätze, wo ich beispielsweise Euro in Bitcoins umtausche. Ne? Und da gibt es auch sogenannte Online-Wallets, wo die User dann vielleicht ihre Bitcoin-Bestände entsprechend auch lagern. Und die sind dann sowohl attraktive und vielleicht auch einfacher anzugreifende Ziele. Und an der Schnittstelle haben wir auch immer sehr, sehr viele Probleme. Immer wenn es sozusagen die Schnittstelle Realwelt zu digitaler Welt geht. Ja, eben auch bei dem Zeugnisbeispiel, naja, das funktioniert alles, aber es funktioniert nur dann, wenn auch die richtigen, echten Informationen in der Blockchain drin sind. Ja, wenn das Ganze, wenn diese Schnittstelle Realwelt zu Digitalwelt nicht gut funktioniert, habe ich vielleicht ein Problem. So, dann habe ich eben schon gesagt, ja, ICOs, das war so ein bisschen, da gab es auch einige schwarze Schafe dabei. Dann gibt es natürlich auch die Zentralbanken, die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Fans von Kryptowährungen sind, ja, weil sie ja eigentlich sozusagen überflüssig auch gemacht werden und sagen, zu Recht auch sagen, ja, es wäre eigentlich ganz gut, wenn diese Währung reguliert würden. Ja, und dann sagen sie auch, ja, wir machen das. Ja, interessanterweise sagen sie aber nicht, wie sie das machen wollen, weil eigentlich geht es nicht wirklich. Ne? Man könnte sagen, man kann Bitcoin verbieten, aber ich kann es einfach nicht verbieten. Ja? Das ist, glaube ich, einfach mal da. Und dann, letzter Aspekt, ist das Thema dieses Rätsellösens, des Minings. Ja? Das Bitcoin-Mining verbraucht mehr Strom als alle Haushalte in Island beispielsweise. Und da habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf den Vortrag hier nochmal eine interessante Quelle gefunden, PowerCompare. Ja, .co.uk Bitcoin, da kann man nachschauen, wie so der Bitcoin-Stromverbrauch ist und die stellen mal hier dar, wie viele Länder es gibt, die weniger Strom verbrauchen als Bitcoin. Ja, da gibt es interessanterweise mittlerweile 159 Länder, die also jeweils individuell gesehen weniger Strom verbrauchen als gerade Bitcoin verbraucht. Das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Und wenn man jetzt denkt, naja, wie neue Technologie, ganz so neu ist sie nicht mehr, haben wir jetzt auch schon seit 10 Jahren Bitcoin, aber trotzdem Technologie, die gerade total gehypt wird, kann man eigentlich sagen, naja, irgendwie sowohl ökonomisch als auch ökologisch irgendwie eigentlich nicht vertretbar. Ne? Also dort auch eine große Kritik an der Technologie. Vielleicht generell noch mal eine abschließende Einschätzung, ja, das ist auch ein bisschen Ergebnis unserer Forschungsarbeit, wenn wir uns so die verschiedenen Bereiche angucken und versuchen zu bewerten, wie gut ist denn die Technologie gerade, wie funktioniert das gerade. Und jeder, der vielleicht auch im Publikum, die Nerds, die auch schon gemeint haben, haben vielleicht auch schon mal da technische Implementierung ausprobiert, da merkt man doch schon sehr schnell, das technische System, das Ökosystem ist noch nicht so richtig ausgereift. Ja, da funktioniert sehr, sehr viel, aber so richtig produktive, belastbare Anwendungen geht so. Ja, und es gibt auch ein paar einfach auch Limitationen, wenn ich mir Bitcoin angucke, das ist halt nicht beliebig skalierbar. Man merkt auch jetzt schon, wenn da relativ viel Traffic da ist, sehr viele Transaktionen ausgelöst werden, dann ist das System einfach mal langsam. Dann dauert das eine gewisse Zeit, bis sämtliche Transaktionen abgearbeitet werden. Das ist vielleicht ein Grund, vielleicht aber auch, weil es noch nicht die guten Ideen gab oder gibt, weiß ich nicht. Es existieren doch vergleichsweise wenig wirklich gute, tragfähige Anwendungsfälle, bei denen das Potenzial der Blockchain auch wirklich voll zur Geltung kommt. Ja, wir reden jetzt vielleicht auch schon seit 2, 3 Jahren doch sehr intensiv auch im Unternehmenskontext darüber, wie wir Blockchain einsetzen können, aber so die richtige Killer-Anwendung neben den Kryptowährungen sehen wir irgendwie noch nicht so richtig. Und es gibt natürlich auch einige rechtliche und regulatorische Fragestellungen. Da kümmern sich die Juristen aber auch schon sehr intensiv drum. Da gibt es einige Fragen zu klären. Wenn Sie in dieses Smart-Contract-Beispiel denken, ja, das Auto geht irgendwann nicht mehr auf,
das funktioniert nach deutschem Vertragsrecht nicht. Ja, aber es gibt eben, das ist sozusagen das Merkmal im Bereich Jura, dass es eben nicht dieses Schwarz-Weiß gibt, ja, sondern der Graubereich im Vertragsbereich, im Vertragskontext doch relativ breit ist. Ja. Und natürlich die Fragestellung der Regulatorik, die ich gerade schon angesprochen habe. So, zusammenfassend, ja, wo stehen wir da gerade? Ich glaube, dass wir, also es klingt jetzt sehr negativ, ich glaube, die Blockchain ist wirklich eine sehr potenzialträchtige Technologie. Wir stehen aber noch vergleichsweise am Anfang. Ich habe jetzt mal hier ein Zitat mitgebracht vom mittlerweile ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, Carsten Kengeter. Der hat jetzt, ist auch schon ein bisschen länger her, November 2016, in einem Interview gesagt, wo sie gerade auch einen Prototyp vorgestellt haben, wo die Deutsche Börse zusammen mit der Bundesbank was entwickelt hat, auf die Frage, naja, wie lange dauert denn das, bis diese Lösung dann produktiv gesetzt wird. Da sagt er, ich würde das jetzt noch nicht in Monaten messen, ich würde Ihnen da noch die 100 Jahre anbieten. Ja, jetzt sind wir mittlerweile aber schon ein bisschen weiter. Nichtsdestotrotz, ja, wenn wir, habe ich diese Analogie, wenn wir sagen, das ist unsere tolle Blockchain-Applikation, ja, die wir mal irgendwann haben wollen, ja, das iPhone 10, sind wir vielleicht nicht mehr hier. Ja, der Knochen habe ich gerade oben noch im Museum gesehen, da stand er sogar. Mittlerweile sind wir vielleicht schon beim S25, aber der Weg, ja, bis zum iPhone 10, da muss noch ein bisschen was passieren. Und da passiert aber auch gerade sehr, sehr viel. Und das ist auch ein Punkt, wo wir selber jetzt auch, ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, in unserem Blockchain-Labor entsprechend auch ansetzen. Das ist so ein Teil meiner Organisation. Wir haben ein Labor gegründet, wo wir uns mit der Blockchain-Technologie sehr intensiv aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auseinandersetzen. Ja, und wir hatten ein sehr, sehr spannendes Feld, ja, was auch sehr dynamisch ist und extrem viel passiert. Damit bin ich sehr minutengenau, sehe ich gerade auf der Uhr da oben, beim Ende meines Vortrags. Möchte mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, hier sehen Sie meine, ja, Kontaktdaten. Sie finden mich wahrscheinlich auch vergleichsweise einfach im Netz. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch noch Zeit für Fragen. Und ja, bedanke mich sehr herzlich und ja, freue mich auf Fragen, die Sie jetzt möglicherweise haben werden. Vielen Dank.